So, herzlich willkommen zum Unboxing. Diesmal geht es um eine Cherry-Tastatur. Nichts Weltbewegendes, auch nichts Teures. Sondern eine ganz günstige Tastatur, etwa, ich weiß nicht, ich glaube 10 € hat die gekostet oder so. Und ich wollte dir einfach mal zeigen. Wenn sie so eine günstige Low-Budget-Tastatur ist, denke ich, kann man auch mal so etwas zeigen. So, warum Cherry? Weil Cherry-Tastaturen eigentlich immer sehr gut sind. Cherry-Tastaturen haben nämlich einen sehr guten Tastenanschlag für solche günstigen Tastaturen, wohlgemerkt. Ich persönlich bin natürlich ein großer Apple-Fan und habe deswegen lieber eine Apple-Tastatur an meinen Macs und gebe dafür auch 200 € aus. Aber an dem Windows-Rechner darf es auch gerne so etwas sein. Das ist halt ein großer Unterschied von den Mac-Tastaturen. Deswegen bevorzuge ich dann meistens meinen Mac, wenn ich dann solche Sachen tippe oder so, ne? Im Windows-Rechner mache ich nicht so viel. Das sind dann wirklich Kleinigkeiten. Dann ist dann so eine Tastatur auch top. Vor allen Dingen habe ich hier auch meine Windows-Tasten belegt und dann komme ich nicht so in die Irre, wenn ich dann auch mal hier das Add nutzen möchte oder sowas. Sonst komme ich nicht immer auf das Add hier und dann ist das natürlich doof, weil bei Apple ist das ganz anders da belegt. Okay, ja. Farbe ist weiß, natürlich gibt es hier nochmal zwei ausklappbare Ständchen, damit man das ein bisschen schräger stellen kann. Finde ich auch besser, meiner Meinung nach, weil man kann einfach viel besser tippen, wenn es so ein bisschen schräger ist. Dann hat man auch hier, ich habe ja noch so ein Kissen und dann passt es auch viel besser. Ja, auf jeden Fall ist der Tastenanschlag, und das merkt man auch hier, der ist in Ordnung. Ja. Das ist eine Cherry-Tastatur, eine Cherry-Tastatur hat eigentlich immer so eine gewisse Mindestqualität. Und das finde ich so toll an diesen Tastaturen. Die waren schon früher, vor 20 Jahren, waren diese Tastaturen schon einfach nur Bombe gewesen. Und wenn eine Tastatur vor 20 Jahren gut gewesen ist, dann werden die aktuellen sicherlich auch nicht so schlecht sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich bestelle mir einfach eine. Gut. Sieht auch soweit bestens aus. Tastenschlag gefällt mir auch ganz gut. Qualität ist allgemein ganz gut. Ich mir hier so anschauen kann, die Verarbeitung ist wirklich in Ordnung. Ist jetzt eine schlichte Windows-Tastatur und ich finde sie auch für die Preis-Leistung absolut angemessen und kann hier eine klare Kaufempfehlung geben, weil das sieht echt toll aus. Tastenschlag ist super und das kann man nicht, damit echt nicht meckern. Ich meine, die hat echt 10 € gekostet. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen mit mir am Zweifeln. Kann aber sein, dass ich ein bisschen mehr hingelegt habe. Und ja, sie hat auch ein langes Kabel hier, wie man sieht. Auch immer mal wieder ein wichtiges Thema. Tastaturkabel reicht es von der Länge her und das ist ordentlich. Ja. Ich würde schätzen, es sind knapp 2 Meter. Vielleicht auch nur anderthalb. Aber es ist auf jeden Fall ausreichend. Hier haben wir nochmal so eine Schutzkappe für den USB-Anschluss. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch noch gar nicht mehr zu sagen. Ist eine sehr schöne Tastatur geworden. Hier sind nochmal die Spezifikationen drauf, falls ihr das irgendwie braucht, dass ihr dann genau wisst, das ist jetzt diese Cherry-Tastatur hier. Genau. Okay. Mache ich noch ein paar Fotos. Schließe die Tastatur in meinem Windows-Rechner an, der wird sich nämlich freuen, weil ich habe jetzt ständig zwischen meinem Mac-Rechner und dem Windows-Rechner die Tastatur immer tauschen müssen. Und das Problem ist halt bei den Macintosh-Rechnern, dass dann halt die Tastatur mit dem Macintosh halt verbunden ist und dadurch muss ich jedes Mal den Macintosh runterfahren, um dann den Windows-Rechner mit der Tastatur bedienen zu können. Deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, mal eine Tastatur wieder zu kaufen. Okay, danke fürs Zuschauen und tschüss.